Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Fall geht es um einen Cold Case aus dem Jahr 1980. Und zwar um das Verschwinden der damals 17-jährigen Iris Schwarz aus Hamburg. Sie war Auszubildende in einer Konditorei und verschwand am Morgen des 29. Februar 1980. Heute wäre sie 58 Jahre alt. In diesem Fall ging die Polizei schon sehr früh von einem Mord aus. Die Eltern von Iris sind geschieden. Die Wohnsituation von Iris war nicht gerade gut, da sie zuerst, nachdem sie nach Hamburg zog, um die Ausbildung zu beginnen, im Haus ihres Arbeitgebers wohnte. Nach einiger Zeit zog ihr Vater, der als Monteur arbeitete, nach Hamburg und mietete eine kleine Einzimmerwohnung in einem Hochhaus in der Längerke Straße. In diese Wohnung zog Iris dann auch mit ein. Meistens wohnte aber Iris alleine in der Wohnung und ihr Vater war nur ab und zu dort, da dieser als Monteur bundesweit unterwegs war. Als ihr Vater ihr damals den Vorschlag machte, mit ihm zusammen in eine Einzimmerwohnung zu ziehen, wollte sie dies zuerst nicht. Denn sie wollte nicht so eng, also auf einem Zimmer, zusammen mit ihrem Vater leben. Man kann es verstehen, denn sie ist gerade erst 17 Jahre alt. Eine eigene Wohnung kann sie sich aber von ihrem Lehrlingsgehalt nicht leisten und entschließt sich dann also, mit ihrem Vater zusammenzuziehen. Zu ihrer Mutter konnte sie nicht ziehen, denn sie wusste nicht, wo diese sich gerade aufhielt. Aber Iris machte das Beste daraus. In ihrer Ausbildung kam sie gut klar. Dies war eine Konditorei in dem Hamburger Stadtteil Uhlenhorst. Man kann sagen, dass Iris in etwas schwierigen Verhältnissen lebte. Aber es kann sein, dass es noch etwas anderes gab, was sie in ihrem Leben sehr bedrückte. Aber darauf kommen wir dann am Ende dieses Videos zu sprechen. 2 Tage vor ihrem Verschwinden, also den 27. Februar, hatte Iris Geburtstag und bekam als Geschenk eine Karte für das Howard Carpendale Konzert am 5. März in Hamburg geschenkt. In der Aktenzeichen XY-Sendung zu dem Fall wurde es so dargestellt, als wenn sie die Karte von der Mutter ihrer besten Freundin geschenkt bekam. Und diese beste Freundin bekam natürlich auch eine Karte geschenkt, sodass beide zusammen hingehen konnten. Und so hatten die beiden Mädels das auch geplant, dass sie am 5. März zusammen das Konzert von Howard Carpendale besuchen. Jetzt kommen wir zum Tag des Verschwindens, also dem 29. Februar 1980. Am Morgen gegen 6 Uhr ruft ihr Chef bei ihr in der Wohnung an und erreicht Iris Vater. Er fragt, wo sie denn bleibt, denn es wäre bereits 6 Uhr und normalerweise wäre Iris auf jeden Fall schon längst da. Ihr Vater ist daraufhin überrascht und teilt dem Chef mit, dass Iris heute Morgen ganz normal in den Bus eingestiegen ist und er dies selber gesehen hat. Als sie am Nachmittag immer noch nicht zurück ist, geht er zu ihrer besten Freundin und fragt, ob Iris vielleicht bei ihr ist. Aber auch dort ist Iris nicht. Also geht ihr Vater zur Polizei und meldet sie als vermisst. Aber Iris taucht nicht wieder auf. Auch zu dem Howard Carpendale Konzert am 5. März erscheint sie nicht. Einen Tag später, dem 6. März 1980, wird dann die Handtasche und Bekleidungsstücke von Iris gefunden. Und zwar lagen sie an einem Bahndamm in einem Wassergraben im Gewerbegebiet in Hamburg-Billbrook. Und zwar zwischen der Siemensstraße und der Liebigstraße. Die Fundstelle befindet sich ungefähr 7 Kilometer von ihrer Einzimmerwohnung entfernt. Damals war es dort Brachgelände, aber dieses gesamte Gebiet ist ja auch mittlerweile 41 Jahre später bebaut.
Nach dem Fund ging die Polizei jetzt erst recht davon aus, dass Iris getötet wurde. Sie vermutete von Anfang an, dass der Täter in ihrem direkten Umfeld zu finden ist. Bevor Iris nach Hamburg zog, wohnte sie in Wilster. Das ist nordöstlich von Hamburg. Und zwar bis 1980, also bis sie dementsprechend ihre Ausbildung in der Konditorei anfing. Dort wohnte sie in einem Haus in der Deichstraße 85. Die Polizei vermutete, dass eventuell in dieser Adresse das Verbrechen geschehen sein könnte. Aber es wurden erst mehrere Monate nach dem Verschwinden von Iris dort Suchmaßnahmen durchgeführt. Und es konnte nichts mehr gefunden werden. Es ist also durchaus möglich, dass dort dementsprechend das Verbrechen geschehen ist, aber durch die verspätete Durchsuchung des Objekts könnte der Täter natürlich alles weggeschafft haben. Es ließ sich natürlich jetzt nicht mehr herausfinden, wer denn jetzt Mieter oder Eigentümer damals von dem Objekt in der Steichstraße 85 war, so dass man eventuell auch nach dem Auszug dort noch die Möglichkeit hatte, dieses Objekt bzw. diese Wohnung zu nutzen. Also entweder muss ja der Vater dort noch Mieter gewesen sein oder ob er dort Eigentümer gewesen ist oder ob es tatsächlich nach der Zeit, wo er dann nach Hamburg gezogen ist, die Wohnung einen Leerstand hatte. Also das konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Nur es war mehrfach halt in den Medien zu lesen, dass die Polizei vermutet, dass dort in der Wohnung in Wilster eventuell das Verbrechen geschehen sein könnte. Jetzt wird es aber noch spannender in diesem ganzen Fall. Und zwar besteht eine Vermutung, ob Iris nicht dem sogenannten Disco-Mörder zum Opfer gefallen sein könnte. Dies ist ein Täter oder war ein Täter, der zwischen 1971 und 1980 insgesamt 13 Mädchen zwischen 15 und 23 Jahren verschleppt hat. Denn diese sind in diesem Zeitraum verschwunden. Von 6 dieser Mädchen konnten sterbliche Überreste gefunden werden. 7 sind bis heute verschwunden. Passiert sind diese Taten im Bereich Cuxhaven, Bremerhaven und Bremen. So, und jetzt der nächste merkwürdige bzw. mysteriöse Punkt in diesem Fall. Und zwar kommen wir jetzt einmal auf den Vater von Iris zu sprechen. Es ist bekannt, dass Iris am Abend vor ihrem Verschwinden einen großen Streit mit ihm gehabt hat. Jetzt könnte man natürlich vermuten, dass dieser Streit eventuell der Auslöser war und Iris einfach abgehauen ist. Es gibt ein paar interessante Zeitungsartikel, in denen zu lesen ist, dass der Vater von Iris ein paar Tage später nach dem Verschwinden von Iris verhaftet wurde. Er wurde verdächtigt, zum Beispiel im Bekanntenkreis, sich einem Kind unsittlich genähert zu haben. Einer der Straftaten, weswegen er verhaftet wurde, ist zum Beispiel, dass er am 29. Februar sexuelle Handlungen an einem 12-jährigen Mädchen durchgeführt haben soll. Der 29. Februar ist genau der Tag, an dem Iris verschwunden ist. Das ist natürlich schon ein sehr merkwürdiger Zufall, wenn man es mal so ausdrücken will. Dann gibt es noch einen weiteren Zeitungsartikel zu dem Vater von Iris. Und zwar mit der Überschrift: Vater von Iris gibt viele Rätsel auf. In diesem Artikel steht dann, dass er bereits 3 Sexualdelikte gestanden hat. Er hatte zum Beispiel auch gesagt in seiner Vernehmung, dass wenn er junge Mädchen kennenlernen wollte, dies immer in Diskotheken gemacht hat. Und dies im gesamten Bundesgebiet. Denn er war ja bundesweit unterwegs, er war ja Monteur für Kernkraftwerke. Nun besteht natürlich auch der Verdacht, ob der Vater von Iris vielleicht auch der Disco-Mörder von 1971 bis 1980 gewesen sein könnte. Dies wird in der Sendung Aktenzeichen XY so etwas unterschwellig angedeutet.
aber es wird auf jeden Fall auf einen Zusammenhang im Fall Iris und dem Disco-Mörder hingewiesen. Wenn man sich das Ganze jetzt einmal so anschaut, eine 17-Jährige wird vermisst und ist wahrscheinlich tot. Dann gibt es in dem gleichen Zeitraum einen sogenannten Disco-Mörder, der Mädchen im Alter zwischen 15 und 23 Jahren getötet hat. Und dann ist da der Vater von Iris. Und dieser wird unter Umständen mit dem Verbrechen an Iris und an den Disco-Morden in Verbindung gebracht. Ich habe jetzt natürlich so eine gewisse Vorstellung, was da unter Umständen passiert sein könnte, aber ich spekuliere ja recht ungerne. Aber wenn man sich das Ganze einmal so anschaut, ergibt sich da für mich schon so eine recht klare Linie oder vielleicht auch einen recht klaren Ablauf, was da passiert sein könnte. Vor allen Dingen, wenn man dann auch nochmal auf diese Wohnung in Wilster hinweist. Ob der Vater von Iris jetzt letztendlich wegen der Sexualdelikte angeklagt wurde, also final angeklagt und vor Gericht gebracht wurde, und ob er verurteilt wurde, ließ sich nicht ermitteln. Dazu ist der Fall einfach zu alt und solche Informationen findet man eigentlich kaum noch, zumindest nicht auf seriösen Seiten. Man muss dazu bedenken, dass er zu diesem Zeitpunkt und zu dem Zeitpunkt des Verschwindens von Iris bereits 38 Jahre alt war. Und wenn wir das jetzt mal auf heute umrechnen, müsste er 79 Jahre alt sein. Also die Chance, dass er mittlerweile verstorben ist, ist auch schon recht groß. Aber dennoch halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass dieser Fall aufgeklärt wird. Einmal, wenn man die Tat an Iris sieht und wenn er dann tatsächlich der Disco-Mörder ist, sind insgesamt 14 Opfer davon betroffen. Und das sind dann insgesamt außer dem Fall von Iris nochmal 13 weitere Familien. Wenn es euch interessiert, und ich gehe mal davon aus, dass es euch interessieren wird, werde ich zum nächsten Wochenende dann ein Video zu dem Fall von dem Disco-Mörder machen. Das ist dann auf jeden Fall ein richtiger Cold Case, weil das sind Fälle, die sind mittlerweile mehr als 50 Jahre her. Also es begann ja 1970 und endete ja 1980. Und interessanterweise 1980 geendet und 1980 wurde dann der Vater von Iris inhaftiert. Also für mich sprechen gewisse Indizien schon mal dafür, dass er dieser Disco-Mörder sein könnte. Gut, das war es jetzt heute erst einmal mit dem neuen Clip. Ihr könnt wie immer gerne kommentieren, liken, bitte auch abonnieren und wenn ihr abonniert, um keinen Fall mehr zu verpassen, bitte auch die Glocke betätigen. Ansonsten gerne Daumen hoch, freue ich mich immer drüber. Und bis dahin sage ich erstmal tschüss, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Wochenende. Tschüssi!